Ich hatte totale Darmprobleme. Also habe ich damals gar nicht so bezeichnet, aber also ich musste jeden Tag pupsen, ehrlich gesagt. Man hat das nicht gehört, aber das hat unfassbar gestunken. Und je nachdem, was ich so gegessen habe, das war ganz, ganz schlimm. Also mir auch total peinlich. Ich hatte oft so Bauchkrämpfe und so. Und ich fand das irgendwie so, sag ich mal, normal. Ich hätte gar nicht gesagt, ich bin krank oder so, ne? Da habe ich aber schon gespürt, also nicht nur allein durch die Wildpflanzen, sondern auch durch die Ernährung. Ich habe dann tatsächlich auch richtig eine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht, weil ich das gemerkt habe, ne? Dass so diese Milchprodukte wegzulassen, auf Kombinationen zu achten und dann immer mehr auch in Richtung halt bewusst aufnehmen, Intervallfasten. Das kam so peu à peu, wie das sehr, sehr schnell dann besser wurde. Und eben zusammen mit den Wildpflanzen erstmal mir körperlich super besser ging. Ich hatte übrigens auch, ich war auch ständig erkältet, war auch so eine Zeit und das wurde auch besser. Und dann habe ich aber gemerkt, und das ist eigentlich das, was für mich das meiste ausmacht bis heute, dass es mir seelisch immer besser geht. Ich war so unsicher früher. Immer direkt auch so bei Vorgesetzten, da verschlug es mir echt oft den Atem und ich konnte gar nicht richtig sagen, was ich will, weil ich so eine Angst vor den Leuten hatte und solche Sachen. Und das ist immer, ja, ich weiß nicht, ich wurde dann immer freier, immer mutiger auch zu tun, was ich wirklich möchte. All die Sachen, die ich jetzt gemacht habe hier, dass ich mir so ein Gartenhaus im Garten gebaut habe, weil ich das einfach haben wollte und so, das war früher völlig undenkbar, dass ich jetzt meine Arbeit kündige, das einfach hinschmeiße, obwohl alle um mich rum sagen, um Gottes Willen, und du hast die drei Söhne, die studieren doch jetzt, und was machst du denn jetzt und so, und dass ich das trotzdem einfach mache, das wäre niemals möglich gewesen, hätte ich diese Umstellung nicht gemacht. Zum Beispiel hier so Schafgarbenblüte oder sowas, ne? Oder Gundermann. Oder auch Giersch, sagt man ja, alles total gesund. So. Und es gibt aber in der Regel bei so einer Gruppe von, sag ich mal, 10 Leuten einen, der nimmt das in den Mund, der hat schon eine Sperre beim Riechen, das geht gar nicht. Und man merkt das sofort. Alle. Auch wenn du jetzt sagst, ich kann das nicht oder weiß ich was, das merkst du sofort. Da kommt ein Brennen oder manchmal ist es auch, man hat es im Mund und es ist gut. Und wenn du es dann runterschluckst, hast du plötzlich im Rachen im Nachhinein noch so ein Brennen oder so etwas. Ne? Und das sind Zeichen vom Körper. Da sagt er dir ganz deutlich, liebe Ingrid, das mag ja schöne, viele Inhaltsstoffe haben, aber für dich heute nicht. So. Und dann deswegen ist wichtig, dass wirklich jeder kostet. Und wenn dann auch nur einer dabei ist, der sagt, ich mag, der Gundermann, da ist bei mir sowas, und wir machen nachher ein Pesto, da kommt der Gundermann da nicht rein. Den können sich die anderen alle nachher schön klein schnibbeln, noch dazu mischen oder sonst was. Aber für diese eine Person ist das dann nicht gut. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn du dir später Smoothies und sowas draus machst. Und wenn du das einmal im Gefühl hast, da reicht eine Wildpflanzenführung dafür, ne? Dann machst du es immer richtig.